Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, direkt mitten aus meiner Sommerpause heraus. Der Grund dafür ist relativ simpel. Ich darf euch heute zwei von insgesamt vier neuen Varianten des W1 Messers von Wolfgangs vorstellen. Und diese Messer gab es bisher so nicht im Sortiment zu kaufen. Da die Erfahrung gezeigt hat, dass neue Messer im Shop immer recht schnell ausverkauft sind, bekommt ihr dieses Video deshalb jetzt schon. Vielleicht noch ganz kurz zum Hintergrund. Ich habe ja bereits angekündigt, dass ich in Zukunft auch Videos zu verschiedenen Outdoor-Themen machen möchte. Dabei möchte ich dann auf folgende Fragen eingehen. Wo ist es erlaubt, draußen zu übernachten? Darf man einfach so eine offene Feuerstelle errichten? Und welche Messer bzw. welche Werkzeuge darf man tatsächlich mit sich führen? Dabei ist natürlich auch die Frage interessant, ab wann man ein berechtigtes Interesse nach § 42a begründen kann. Also solche und so ähnliche Fragen möchte ich gerne klären und die Firma Wolfgangs fand dieses Konzept bzw. diese Idee gut und hat mir direkt zugesagt, mich bei diesem Vorhaben zu unterstützen. Ich habe also ein ganz besonderes Messer bekommen, das werde ich euch heute allerdings noch nicht zeigen, sondern erst nach meiner Sommerpause. Und zusätzlich wurden mir auch noch diese beiden W1 Messer zugeschickt. Und die darf ich euch heute vorstellen. Zwei Kleinigkeiten, die ich aber noch schnell loswerden muss. Erstens, ich werde euch natürlich Bild- und Videomaterial von draußen einblenden. Ich habe die Messer natürlich getestet und mir dabei schon einen ersten Eindruck verschafft. Das Videomaterial werde ich aber hier nur zwischendurch einblenden, also nicht wundern, wenn das Video etwas unstrukturiert erscheint. Und zweitens, und das muss ich wohl fairerweise bei diesem Video hier dazu sagen, die Messer wurden mir kostenlos zur Verfügung gestellt. Das also bitte immer im Hinterkopf behalten. Ich finde es absolut wichtig, so etwas zu betonen. Denn am Ende soll dieses Video hier auch nur als kleine Vorstellung dienen, und jeder sollte selbst in der Lage sein, sich eine Meinung über diese Messer bilden zu können. Die Kooperation hat aber natürlich auch einen Vorteil für euch, denn die Firma Wolfgangs hat mir einen Rabattcode, nämlich QUANIC10, eingerichtet. Und wie der Name schon sagt, bekommt ihr damit 10% Rabatt, und zwar auf das gesamte Sortiment im Shop. Ihr müsst also nicht zwangsläufig eines der neuen W1 Messer kaufen, sondern könnt euch auch für ein anderes Outdoor-Messer oder vielleicht sogar für ein Klappmesser entscheiden. Der Link zur Webseite befindet sich natürlich in der Videobeschreibung. Hier nun ein paar Fakten zum W1 Messer. Wie gesagt, es gibt dieses Messer bereits schon seit einiger Zeit, es war auch wirklich sehr erfolgreich und ich schätze mal, das ist auch der Grund, dass es nun diese neuen Farbvarianten hier gibt. Ursprünglich gab es das Messer in zwei Varianten, nämlich schwarz-schwarz und schwarz-silbern. Ich blende euch hier mal zwei Bilder ein. Und nun eben ganz neu auf dem Markt insgesamt vier weitere Versionen. Zwei davon habe ich jetzt hier vor mir liegen. Einmal das Messer mit schwarzem Griff und einem ganz besonderen Klingenfinish, nämlich Stonewash. Dadurch erhält die Klinge so eine Art Used Look. Und das zweite Messer, das auch definitiv mein neuer Favorit ist, mit olivgrünem Griff, einer dazu passenden Messerscheide und ebenfalls einer Klinge mit einem Finish in Stonewash. Mir persönlich gefällt diese Farbkombination besonders gut, weil wir hier eben ein klassisches Outdoor-Messer haben und die dunkle Klinge einen super Kontrast zu dem Olivgrün liefert. Ansonsten zu den Daten und Fakten, da sind beide Messer natürlich absolut identisch. Bei beiden Messern kommt ein 440C-Stahl zum Einsatz. Ich bin da kein Experte, was das angeht, aber ich habe gehört, dass dieser Messerstahl grundsätzlich etwas weicher ist. Das hat einerseits den Nachteil, dass die Messer ihre Schärfe nicht ganz so lange halten können, dafür aber auch wieder den Vorteil, dass die Klinge sehr einfach wieder nachgeschliffen werden kann. Aber wie gesagt, verbessert mich da gerne, wenn ich falsch liege, ich bin wirklich kein Experte auf dem Gebiet. Was ich aber nun definitiv sagen kann, ist, dass die Klinge als Fulltang-Klinge ausgeführt ist. Heißt also, der Messerstahl verläuft auch noch durch das Griffstück hindurch und ist eben nicht einfach nur vorne aufgesteckt. Das verleiht dem Messer natürlich unglaublich viel Stabilität, vor allem in Kombination mit der 3 mm starken Klinge. Aber hey, genau dafür wurde das Messer ja konzipiert. Es wird nicht umsonst unter der Bezeichnung Outdoor-Messer gelistet, denn diese Eigenschaften sorgen dafür, dass man gut hacken, hebeln und natürlich auch besonders gut mit dem Messer betonen kann. Für feinere Arbeiten ist die Klinge natürlich ebenfalls geeignet. Dafür sorgt grundsätzlich erstmal der gummierte Griff, der haptisch wirklich sehr gut in der Hand liegt und es gibt eine kleine Daumenauflage, die ebenfalls dafür sorgt, dass das Messer präzise geführt werden kann. Für mich persönlich ganz interessant ist natürlich die Klingenlänge. Diese liegt unter 12 cm, um genau zu sein bei 11,5 cm und damit fällt das Messer nicht unter das Verbot des § 42a. Das Messer darf also grundsätzlich problemlos mitgeführt werden und auch das ist für ein Outdoor-Messer natürlich wichtig. Schließlich will man ja auch nicht in Schwierigkeiten geraten, wenn man doch mal außerhalb des Waldes mit so einem Messer unterwegs ist. Zu guter Letzt bleibt natürlich noch die Kunststoffscheide zu erwähnen. Die macht einen sehr robusten Eindruck, ein Gürtelclip ist auch dran, also was will man mehr? Man darf bei diesem Messer natürlich nicht vergessen, dass sie sich eher im unteren Preissegment ansiedeln. Denn diese Messer kosten gerade einmal knapp 35 Euro und das ist auch vergleichsweise sehr wenig,
Zumindest wenn man bedenkt, dass man hier ein Fulltang-Messer in einem wirklich coolen Design bekommt. Also mein Ersteindruck ist wirklich positiv. Ich muss aber ehrlicherweise dazu sagen, dass man ein richtiges Fazit wohl erst nach ein paar Wochen abgeben kann. Zumindest so nach 2-3 Tagen würde ich mir das noch nicht erlauben. Aber wie gesagt, ich hoffe, ihr habt einen ersten Eindruck dieser Messer bekommen. Vielleicht sagt der ein oder andere ja nun, er würde das gerne mal ausprobieren. Oder vielleicht kennt der ein oder andere von euch diese Messer bereits und möchte nun bei einer der neuen Farbvarianten zuschlagen. Falls das so ist, dann vergesst auf keinen Fall den Rabattcode QUANIC10 und natürlich auch für alle anderen Messer. Checkt gerne den Wolfgang-Shop aus, ein paar Überraschungen kommen auf jeden Fall auch noch. Und wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, dann vergesst auch nicht, den Kanal für weitere Videos zu abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.